Hallo Leute, Osten war es mal wieder hier und heute mal wieder ein niedliches, geiles Ding vorzustellen. Und zwar von Reini Rossmann, Österreicher Reini Rossmann, den Hawk. So schaut das Ding einmal aus. Eigenwillige Form, über die Vor- und Nachteile können wir ja gleich reden, aber schauen wir uns mal die Daten an, für die Datenfanatiker unter euch. Wir haben ein Messer aus D2 Stahl, habe hier schon einige Videos gemacht über Stahlsorten und so weiter, und dass D2 im Prinzip für mich eine absolute Stahlsorte ist, die in Ordnung ist. Also ich habe auch nie Probleme mit Rost gehabt, aber ich pflege meine Messer, sollte man ja auch. D2 ja als rostträge bekannt, nicht als rostfrei, darum vielleicht hin und wieder einölen. Trocken halten. Also ich habe kein einziges D2 Messer gehabt, das gerostet wäre. Rockwell Härte von D2 in diesem Fall kommt eben auf die Härtung und die Zusammensetzung des D2s dann drauf an. Haben wir hier 60 Rockwell angegeben. Ja, was ihr hinhaut. Beim Neckknife brauche ich nicht 65 Rockwell, sondern da soll es ein bisschen was aushalten und ein zäher Stahl sein, was da auch passt für mich. Wir haben eine Gesamtlänge dieses Messers von 16,5 cm. Ja, im Prinzip ja, normale Neckknife-Größe kann man sagen. Klingenlänge haben wir 5,5 cm und dick ist die Klinge 4 mm. Stimmt. Ein Gewicht hat das Ding fast keines, 44 Gramm. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier dieser Haken natürlich, das markanteste an diesem Ding. Es gibt ja drei Ausführungen dieser Neckknives vom Reini. Und zwar den Stitch, den Hawk und dann noch gebogener wäre der Raptor. Der ist dann schon sehr gebogen und sehr Karambit ähnlich. Warum habe ich den Hawk jetzt genommen? Hat den Grund, der Stitch nach vorne gerichtet. Auch der Haken ist in die andere Richtung, aber ist egal. Der eben, der Stitch eher dafür gedacht, für normale Messeraufgaben, normale Klingenform und so weiter. Aber wollte ich jetzt speziell mit diesem Griff nicht, sondern da war mir sehr recht, dass es diesen Hawk gegeben hat, der ja vom Arbeiten her eher nicht in diese Richtung geht, sondern mehr als Zugmesser eingesetzt wird. Und dafür passt das für mich wirklich sehr gut. Durch diesen Haken habe ich schönen Halt und kann wirklich schön meine Arbeiten durchführen da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was ich Dings nehme, Karton, das ist ein bisschen was drin und will hier Wirkung erzielen, überhaupt kein Problem. Ich ziehe durch und fertig. Will ich solche Schnitte machen, auch alles kein Problem. Das Interessante ist ja, wenn ich mit dem Ding zum Ende der Klinge komme, wo sie dann ja wirklich gebogen ist, bleibt die Klinge dann sehr lange auf dem Schnittträger und ich kann dann wirklich noch lange ziehen und habe noch lange Schneidleistung. Eine coole Sache irgendwie. So, sind wir weggefallen? Sonst schimpft meine wieder. Ja, also für mich diese Klingenform irgendwie lustig und sehr gut anwendbar für meinen Stil, wie ich Messer benutze. Hier haben wir auch eben Hawk drauf stehen und das Reini Rossmann Logo. Und hinten das Knives 4 Logo. Knives 4 ist im Prinzip jetzt diese Linie von Reini Rossmann in Sachen Messer. Haben wir auch Patch dazu bekommen. Ja, Patch ist immer gut.
Bei der Bestellung hier natürlich hat es einige Probleme gegeben. Ich habe ja den Hawk im Prinzip im Pre-Sale oder wie man dazu sagt, gekauft. Dabei zahlt man das Ding, sagt, dass man es nimmt und erwartet dann halt, dass das Ding in ein paar Wochen da ist. Hat sich dann auch ein bisschen verzögert, hat ein bisschen Probleme gegeben, dadurch, dass das Messer in China hergestellt wurde. Und dann, ich schätze mit Zoll oder irgendwas war dann am Weg, sind die Messer hängen geblieben. Und das hat dann ja, sehr lange gedauert eigentlich, bis das Messer dann wirklich bei mir war. Kann passieren. Was ich hier extrem gut gefunden habe vom Reini selber, mir taugt ihr als Typ ja wirklich. Könnt ihr mal reinschauen bei seinem Kanal und so weiter. Also irgendwie ein lustiger Kerl. Nicht jedermanns Geschmack vielleicht, aber meiner genau. Hat das sehr transparent gehalten, diesen Umstand, dass die Messer eben im Zoll gesteckt sind oder wo auch immer das war. Ich weiß es nicht mehr. Transparent gehalten, hat gesagt, ja, wenn ihr das Geld zurück wollt und nicht mehr warten wollt, dann kein Problem und so weiter. Hat dann im Prinzip noch anscheinend einen Feuerstahl dazugegeben, der wirklich ja, mir sehr taugt. Vernünftige Länge. Kann man immer brauchen. Als kleine Entschädigung anscheinend den dazugegeben. Ja, der Hawk selber. Von der ganzen Bauform, eh schon gesprochen, vom Griff her habe ich die Möglichkeit, 2 zu 2 Finger reinzugeben. Beim Haken, dass er einen Finger vorne, 3 hinten. Also habe da im Prinzip ja, eigentlich ein paar Möglichkeiten. Natürlich, der Haken selber begrenzt einen, dass man es nicht einfach irgendwie greifen kann, sondern man muss sich halt an dem Haken schon orientieren. Aber das ist überhaupt kein Problem, selbst mit meinen großen Händen haben meine 2 Finger hier ganz normal Platz und auch hinten natürlich auch kein Problem. Auch in diesem Griff kein Problem, die 2 Finger haben am Messer noch Platz, was reicht. Kein Problem. Ich kann hier gut Zug ausüben mit dem Zeigefinger. Finde ich nicht so schlecht. Im Reverse Grip wäre es auch möglich, das Messer zu halten, aber vom Anwendungsgebiet dieser Klinge her ist der Reverse Grip für mich da jetzt eigentlich ja, für mich persönlich nicht oft anwendbar. Ich meine, ich würde nicht mit dem Viech kämpfen eigentlich. Aber es ist möglich. Was witzigerweise nicht möglich ist, falls der Reini zuschaut, ich finde das wirklich witzig, dass er ja auf seinem Power Cut so steht, wo man das Messer so hält und Schnittaufgaben erfüllen will. Diese Dorn war nicht so richtig gut möglich, weil da hast du diesen Dorn im Handballen drin. Also es gibt irgendwie auch, nein. Also der ist hier nicht möglich, muss man sich den halt verkneifen. Aber ja, für Schnittaufgaben wie Box-Cutting, wie man hier gesehen hat, sowieso überhaupt kein Problem. Auch sonst für eben Schnittaufgaben gegen Materialien wie Seile, Kabelbinder, im Prinzip eher Holz, auch kein Problem. Durch diesen Zug kann ich auch eigentlich ohne Probleme diese Locken machen, ohne viel Kraftaufwand. Finde ich recht lässig. Dadurch, dass ein Feuerstahl dabei war, habe ich mich auch gleich gefragt, kann ich den dann überhaupt mit diesem Messer anwenden? Weil es ist alles wirklich schön rund, schön abgerundet. Liegt wirklich angenehm in der Hand für mich jetzt. Habe ich schon gesucht, wo ist eigentlich hier eine Kante, wo ich diesen Feuerstahl anwenden kann. Und hätte mich auch gewundert, diese Kante gibt es. Hier vorne haben wir das Ganze eher angeschliffen. Also überhaupt kein Problem. Hier, der Feuerstahl ist jetzt neu, das ist noch beschichtet. Deine Funken zu machen. Also, auch damit gedacht, gefällt mir. Mir persönlich gefällt das sowieso irgendwie. Rein ist jetzt ja kein Messer-Designer und sowas immer schon gewesen oder irgend sowas dort. Er hat im Prinzip so ein Bushcraft-Camp in Österreich, könnt ihr mal vorbeischauen dort. Ist, glaube ich, eine sehr gute Sache.
Hat dort natürlich sehr viele Kurse, die er gibt, hat sehr viele Messer in der Hand, handelt sehr viele verschiedene Messer und so weiter. Und hat so natürlich die Möglichkeit, auch ein bisschen zu filtern, welche Messer sind eher geeignet für so Bushcraft-Arbeiten und Survival-Zeugs und welche nicht so. Hat ja dann diesen Bushcraft-Biber herausgebracht. Ein sehr einfaches Bushcraft-Messer. Schaut jetzt nicht weltbewegend aus, aber ist ganz genau für Anwender gebaut. Keine Hotspots und wirklich funktional. Und diesen Irbis, der dann ein bisschen die kompaktere Version ist. Auch einfach gemacht, aber ich glaube, nicht so schlechte Qualität und Bauweise. Wirklich als Arbeitsmesser. Ja, dabei ist eine Scheide, Kydex halt, passt eh. Und vom Sitz her, Klack, und das ist wirklich ein sehr schönes Klack, muss ich sagen. Das Messer sitzt hier wirklich sehr gut drinnen. Man sieht hier diese Mulde, wo sich das Messer wirklich, ja, festhalten kann an der Scheide. Hier kleine Daumenrampe und Anführungszeichen möglich. Also, wenn ich das Messer rausziehen will, muss ich nicht an der Kette anziehen, dass mir heute halt der Hals reißt oder die Kugelkette, sondern ich kann mich schön abstützen mit dem Daumen und das Messer angenehm rausnehmen. Taugt mir wirklich ziemlich. Platzmäßig natürlich, also wirklich minimalistisch. Also das Messer ist wirklich so flach, wie es nur sein kann, was mir eben auch taugt. Voilà, weil dass ich mir das Holster selber auf den Schädel haue. Was wir jetzt nicht hätten hier bei diesem Messer ist, damit ja da wirklich objektiv bleibe, wäre eine Schleifkerbe. Haben wir hier keine. Und was man auch dazu sagen muss natürlich, wenn man selber Messer schleifen will und vielleicht Probleme damit hat, einen Hockbill-Schliff dazu machen, müsst ihr also einen Messerschmied geben, der das euch schleift. Also das nicht so einfach vielleicht jetzt für viele, das nachzuschärfen. Sonst haben wir hier ein Loch, hier noch eins, also hier das typische Lanyard-Loch, hier vorne auch, um auch Paracord-Wicklungen raufzubringen, habe ich schon ein paar Mal gesehen, den Hock oder eben diese Neckknives von Rossmann, dass man hier noch ein Paracord drum wickelt, damit man ein bisschen einen besseren Griff hat und ein Paracord zur Verfügung, wenn man es braucht. Jo, also lustiges Ding, werde ich mir behalten. Brauchst mir nicht anrufen, dass ich es verkaufe, weil ich das irgendwie sympathisch finde. Also haut gut hin. Dann war's was dann heute mal wieder. Die noch nicht abonniert haben, es versäumt wirklich was. Es kommt jetzt wirklich wieder noch sehr viel rein, aber wisst ihr nicht. Sonst sage ich, was denn was war's. Bis zum nächsten Mal und tschüss.